Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Video zum Turkey Trials Event. So ein bisschen, was alles an neuen Items gibt, auch an alten Items. Mal so eine kleine Übersicht. Und ja, mal das grüne Licht hier wieder aus. So, wenn wir jetzt hier reingehen, wie immer, ihr kennt das ja, ihr müsst an den Kochtopf gehen und am Kochtopf seht ihr alle neuen Items, die man machen kann. Also geht hier auf Feiertage und dann seht ihr alles, was es also generell gibt. Was dieses Mal, glaube ich, neu ist, dass man normale Chibis und Rare Chibis herstellen kann. Also seltenere Chibis, das ist, glaube ich, vorher noch nicht so gewesen. Und sonst habt ihr einige Skins, da werde ich mal nochmal gleich drauf zugehen. Und ihr könnt den Dodorex beschwören. Aber das, wie ihr seht, nicht in einem Gebäude oder auch nicht zu nah an Dinos. Aber dazu machen wir nochmal ein extra Video zu den Dodorex. Und natürlich gibt es auch wieder die Candies, mit denen ihr eure Dinos einfärben könnt und dass sie damit schneller werden. So, dann kommen wir mal zu dem Item. Mach ich mal hier draußen, weil die meine Blazy mag, irgendwie den Kochtopf und so nicht. Ja, es gibt einige neue Items, aber ich denke mal, wir kommen zu den wichtigen Sachen. Erstmal die Chibis, weil einige wollen bestimmt wissen, wie die neuen Chibis aussehen. Und ja, da ist zum Beispiel eine der neuen Chibis, nämlich die Brutmutter. Und die sieht mal richtig cool aus. Also die feiere ich vom Style her einfach mal. So, es ist so ein Chibi, den ich mir echt lange gewünscht habe. Und ich hoffe, dass der Manticore und auch der Affe und der Drache auch ähnlich cool werden vom Style. Dann schauen wir uns mal die nächsten an. Ich habe die noch gar nicht gesehen bis jetzt. Wir haben jetzt hier dann noch den Dementis. So, gucken wir mal da. Sieht aus wie eine Baby-Mantis, obwohl die auch cool aussieht, muss ich sagen. Also die finde ich vom Style her echt hübsch. Mit dem großen Kopf passt das da so ein bisschen. Da hat der Chibi. Ja, doch, doch, die finde ich cool. Mantis finde ich geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute, was sind eure Favorites bei den Chibis? So, jetzt kommen wir zum Otter, der eine kleine Besonderheit hat, nämlich er hat diesen Thanksgiving-Hut auf und Leute, oh mein Gott, ist der nicht süß? Er ist doch mal mega süß, der Chibi. Also bitte, da möchte ich gerne, doch, doch, Leute, schreibt in die Kommentare, ist der süß? Der ist doch, 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 nein, nein, ich feiere den. Also den feiere ich, den finde ich cool. Jetzt kommen wir zu den zwei Wassertieren, die neu dazugekommen sind, nämlich einmal dem Tuso, der relativ klein wirkt. Okay. Es sieht irgendwie, kann man da so ganz komisch mal ranzoomen? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Also, jetzt mal bitte. Das sieht doch merkwürdig aus. Oh nein. Bitte, Dunki. Sei hübsch. Ich mag eigentlich Dunkis. Okay, der Dunki ist im Verhältnis richtig groß. Im Verhältnis zum Tuso. Und der Dunki sieht auch aus wie ein ganz normaler Dunki. Also, den finde ich eigentlich wieder ganz gut. Aber ich werde auf jeden Fall mal den Otter reintun, weil der Otter war geil. So, dann würde ich sagen, Leute, zeige ich euch ganz kurz noch die Items und danach noch natürlich die heimtückischen Turkey Trials, also die kleinen neuen Dinos, die hier rumlaufen, die ihr nicht tamen könnt, aber die ihr besiegen müsst. Denn hätte ich fast vergessen, um die ganzen Sachen craften zu können, braucht ihr hier diese Wunschknochen, also die Wishbones, und die droppen nur von diesen Turkeys, aber da kommen wir gleich nochmal kurz zu. So, erstmal ganz normal zu den Items. Wir haben hier halt wie in jedem letzten Event immer wieder mal so ein Hemd dazu bekommen. Also es gab jetzt das Hemd, das ist neu. Wir haben den Pilgerhut, den ihr jetzt da gerade seht. Dann haben wir hier auch nochmal andere Hemden und dann haben wir auch sowas wie den Dodo, wie den Turkey-Kopf. Und wie gesagt, das andere Hemd seht ihr auch mit so Druten. Sonst haben wir halt viele von diesen Badehosen, wie ich gerade anhabe. Wir haben hier die Bikini-Oberteile, die ich euch nicht zeigen kann, weil als männlicher Char die nicht angezeigt werden. Wir haben aber auch hier so ein bisschen Pullover-mäßig, so Herbstpullover. Sag ich jetzt mal. Ich zeige euch nochmal den anderen auch, der neu dazugekommen ist. Dann haben wir nochmal den hier. Ist eigentlich ganz cool, muss man sagen, die Pullover, wenn man so ein bisschen diesen Look haben möchte. Dann haben wir aber auch zum Beispiel den, also sieht es auch rechts auch, so einen Truthahnkopf, also so ein, ja, so ein, doch, das können wir fast wie so ein Indianerhut sagen. Dann haben wir hier diesen Hut, den auch der Otter hat. Ist eher wahrscheinlich für weibliche Chars besser, das sieht hier aus wie so ein Riesenbaby bei dem. Dann haben wir aber auch noch als Waffenskins für die Pike eine Mistgabel. Und wir haben als Waffenskin für die Keule so ein Drutan-Keul, soll es sein. Finde ich, sieht nicht so ganz danach aus, aber ja. Die sind auf jeden Fall auch neu. Ja, sonst haben wir noch ein paar Gesten, die man auch, wie ich glaube, aus allen Events immer kennt.
Oh, ich hasse das. Dieses neue Event-Dings hier, das gefällt mir gar nicht. Wir haben halt hier zum Beispiel die Fresslähmung. Das halt, wenn du so nach den Kopf nach hinten machst, den finde ich eigentlich ganz cool. Kann man oft, wenn man so auf so Stühlen sitzt, benutzen. Dann haben wir das Bauchreiben. Oder wenn ihr Junge habt. Und wir. Ha! Ich glaube schon. Das ist ja hier richtige Fummelarbeit, da an dieses scheiß Emote zu kommen. Emote. Ey. Wenn ich noch. Kann nicht sein. Egal. Das letzte Emote ist. Ja, wohl doch, komm, nein, ich kann das. Ich werde es euch zeigen. Das ist ja hier. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack gerade. Auf dem PS4-Controller finde ich das relativ schwer. Ja, genau, wir haben halt hier hungrig. So. Das noch eins der neuen Events. Wo ihr habt gesehen, Messer und Gabel wurde auch gefühlt ausgepackt. Und ja. So, Leute, jetzt kommen wir zu dem Teil, bei dem ihr ein bisschen aufpassen müsst. Denn wir haben halt bei dem Event, ich zeig's euch mal, haben wir hier so Turkeys rumlaufen. Ich habe hier oben nämlich ein paar gecheatet gehabt schon. Die sind bei uns immer 250 im Level, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bei uns ist ja normal wildes Sieben Level 210 und die sind immer 250, also sind über dem normalen Dino-Spawn und immer, also wirklich alle gewesen, also auch die wild rumgelaufen sind. Und die haben eine Schadensminimierung drin. Also ich tue mal ganz kurz hier einen hincheaten. So, ihr seht, das ist der Turkey, der ist normal auch nicht böse, außer ihr greift ihn an. Ihr seht, wenn ich auf sein Leben gehe, wir haben jetzt hier keine krassen Boosts oder so auf dem Server. Seht ihr, der Turkey hat 20.000 Leben. Das ist halt übertrieben krass. Und das kommt dazu, wir reiten jetzt mal hier so einen Rex, der ist halt jetzt ungeprägt und so, aber normalerweise macht der hier so 400 Schaden, ja. Wenn ich jetzt hier auf den Turkey einbeiß, seht ihr 29. Das ist halt, die haben eine übertriebene Schadensminimierung. Und wenn ihr seht, da war sogar mehr, und die haben so ein Rudelding gesehen. Wenn ihr einen angreift, kommen mehrere. Und schaut mal, wie die den Rex hier zerstören. Also, die machen halt auch 76 und 73er Hits an einem normalen Sattel, also Standardsattel. Aber ihr müsst echt aufpassen. Also, greift diese Tiere. Ich meine, ihr seht, wenn man sie länger nicht angreift, dann scheinen sie wieder friedlich zu werden. Was wir herausgefunden haben, ist, dass der Giga anscheinend normalen Schaden oder relativ normalen Schaden macht. Und bei Wyvern der Atem, zumindest der Blitzatem konnten wir jetzt schon mal testen, der macht auch normalen Schaden. Der Bissschaden von Wyvern ist aber auch minimiert. Also ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr diese Turkey Trails angreift, wenn da, also die Turkeys, wenn ihr angreift, wenn da mehrere sind, das könnte ein bisschen böse enden vielleicht. Ja, sonst droppen die halt diese Wunschknochen. Also wenn ich jetzt mal hier einen töte, würde ich mein Haus zerschießen. Komm her. So, damit jetzt den töten, dann haben die hier im Inventar, haben die dann zwei Wunschknochen drin. Also, passt ein bisschen auf bei den Turkeys. Was wir nochmal ausprobieren können, das habe ich auch vorher noch nicht getestet gehabt, ob man sie häuten kann. Das können wir nochmal ganz kurz ausprobieren. Gucken wir mal, ob das geht. Ja, super Turkey. Also ihr könnt sie auch ausstellen, Leute. Naja, dann könnt ihr euch nochmal so einen super Turkey irgendwo hinstellen. Ist auch ganz cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Und wir sehen uns dann in den nächsten Video. Ich denke mal, das nächste wird um den Dodo-Rex gehen, um die Turkey so ein bisschen ausgefeilter, falls ich mal Knochen farmen kann. Und da wird noch einiges kommen. Die Farben werden morgen kommen. Also am 26. wird das Video für die Farben online gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.